Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie also ganz herzlich zu dem Vortrag Zuwanderung, Eingliederung, Asyl, Integration. Wie Sie darunter sehen, heißt das Ganze der Weg zur Positionierung der AfD. Hier ist kein absolut vorgefertigtes Programm, was ich habe, sondern das wird ständig geändert, ständig modifiziert durch zwei Dinge. Erstens durch Sie. Also ich erlebe das dauernd in offenen Diskussionen, dass immer wieder Anregungen auftauchen, die ich einbauen darf. Zweitens ist das Ganze so rasant in der Geschwindigkeit der Entwicklung, dass es also unmöglich ist, damit einem immer konstanten Programm stehen zu lassen. Darf ich den Herrn Preuß mit einen Knopf zu drücken? Und es ändert sich also hier kontinuierlich. Wie gesagt, ich bin Arzt und Diplomsoziologe seit 2013 in der... Wie machen wir das? Achso, noch weiter? Wie zeige ich Ihnen das? Machen Sie weiter, ja? Okay. Nein, sag doch bitte weiter. Ja, okay. Arzt und Soziologe seit 2013 in der AfD. Ihnen eine kurze Zusammenfassung zu geben, wird es um Folgendes gehen. Um insgesamt 8 Punkte. Das erste ist, wir müssen in Deutschland den Zuwanderungsbedarf, den wir haben, reduzieren. Die Zuwanderung selbst regulieren. Dabei, wie die Menschen, die uns zugewandert sind, die Angleichung fördern, aber Integration von ihnen fordern. Das ist ein ganz wichtiger Vorspann. Manche sind so ein bisschen enttäuscht, weil sie so gerade was ganz heiße Stimmung machen. Ja, dieser Vorspann ist total wichtig, werde ich das am Ende noch einmal erklären. Erst dann kommen wir nämlich zur Asylfrage, wobei es heißt, wirklich Verfolgte müssen wir aufnehmen, das Asylrecht bewahren, aber den Missbrauch des Asylrechts unbedingt verhindern. Dann müssen wir anfangen, die Rückführung auch tatsächlich durchzusetzen. Und wir können auch in manchen Fällen durchaus Rückkehrhilfen anbieten. Entlang dieses Fahrplans von 8 Punkten, die inzwischen schon wieder völlig verschiedene Länge haben, werde ich das Ganze durchziehen. Einiges zu den Begrifflichkeiten, die ich verwenden werde. Wissen Sie, ich bin ja nun dauernd auf Tour und am Anfang habe ich gesagt, folgende Begriffe sollten Sie verwenden oder nicht verwenden. Das ist mir nicht gut bekommen. Denn wir haben schon sowieso unter den Gutmenschen so eine Diktatur von Begriffsverwendungen, was man nicht plötzlich alles nicht mehr sagen darf, dass ich das also ganz groß zurückgezogen habe und sage, ich mache das nicht. Ich spreche nicht von Einwanderung. Ich weiß das auch bei der AfD, die jetzt das gemacht wird. Insbesondere nicht von einem Einwanderungsland. Deutschland sei ein Einwanderungsland, wird überall getrödelt. Das wäre eine Katastrophe. Ein Einwanderungsland ist ein Land, das von den Einwanderern dominiert wird und bei dem die Originalbevölkerung an den Rand gequetscht wird. Das typische klassische Einwanderungsland sind die USA. Wie geht es denn da mit den Indianern oder Kanada? In Australien mit den Aborigines, in Neuseeland mit den Maori, sogar Südafrika, das ist ein bisschen komplizierter, ist eigentlich ein Einwanderungsland. Deshalb spreche ich immer von Zuwanderung. Das ist das, was wir auch bedauerlicherweise immer noch ein bisschen brauchen müssen. Zweitens, das Wort Flüchtlinge, das hört man ja überall. Es wird überall geredet, nur noch von Flüchtlingen, werde ich nur dort verwenden, wo es wirklich angesagt ist. Genauso geht es mit dem anderen Wort der Asylanten. Beide Begriffe haben so ein komisches Aroma. Ne? Also Asylant, das klingt so abwertend. Flüchtlinge, ach, das klingt so rührselig. Ne? Das hat sie alle. Wir werden sehen, dass es nur ganz bestimmte Flüchtlinge gibt, die anderen sind Asylberechtigte, subsidiär Schutzberechtigte oder ähnliche. Ich werde da sehr, sehr vorsichtig mit gehen. Auch Asylanten werde ich, das kommt später dann genau da trennen zwischen den Asylbewerbern, den Berechtigten oder den Abgelehnten. Insbesondere benutze ich auch nicht diese modernen Worte Armutsflüchtlinge oder Arbeitsflüchtlinge. Also Armutsflüchtlinge, also arm, wer die Menschen, die hierher kommen, also Armut, die waren noch nie irgendwo in der Armutsregion. Die waren noch nie in Afrika. Die hat sich noch nie mal angesehen auf dem Fernsehberichte über das, was so abläuft in der Sahelzone. Eine knappe Milliarde Menschen haben nicht genug zu essen, nicht zu trinken. Die verrecken dort.
So eine Überfahrt oder ein Transport hier kostet je nach Luxusklasse zwischen 1.500 und 15.000 Dollar. Arme Menschen, da kann das ganze Dorf zusammenlegen, die kriegen keine 10 Dollar zusammen. Das sind nicht die Armen, die Ärmsten hier. Und das muss ich mal ganz klar feststellen. Aber sonst verwende ich auch nicht den Wort Arbeitsflüchtling, seitdem Andrea Nahles gesagt hat, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass viele von denen gar nicht in den normalen Arbeitsprozess integriert werden können. Geistert der Begriff des Arbeitsflüchtlings herum. Den finde ich allerdings auch ein bisschen sehr unangemessen und werde dort anhand der Tabellen vom BAP, wo wir noch zukommen werden, das genauer präzisieren. Okay. Ja, jetzt geht es richtig los. Deutschland braucht Zuwanderung. Hörst du, liest du in der Zeitung. Deutschland braucht Zuwanderung, kräht's im Radio. Deutschland braucht Zuwanderung, merkt mein Fernseher. Meine Damen und Herren, lehnen Sie sich jetzt einfach mal, ich weiß eigentlich erst am Ende, aber jetzt schon mal so ein bisschen so geistig zurück. Und überlegen Sie mal bitte, was ist das eigentlich für ein Land, das sagt, wir brauchen Zuwanderung? Also wenn das alle machen würden, müssten wir Aliens haben. Was ist das für ein Land, das sagt, wir brauchen Zuwanderung? Ist das ein Land, das so furchtbar geworden ist, dass die Menschen keine Kinder mehr kriegen und auf dem Weg ist über die Vergreisung zum Aussterben? Oder ist das ein Land, das die eigenen Leute nicht mehr anständig qualifiziert, um den Wirtschaftsprozess in Gang zu halten? Dummerweise beides. Beides. Und da haben wir das Problem. Wir haben sowohl auf der einen Seite diese sogenannte negative demografische Entwicklung. Wenn ich das Wort höre, wird mir schon ein bisschen mulmig. Überall sagt man, oh ja, da müssen wir, sagen wir mal bei der Renten, bei der Krankenversicherung überlegen, das müssen wir anpassen an unsere negative demografische Entwicklung. Entschuldigung, wir müssen die ändern. Wir können doch nicht immer dieses Thema anpassen, das gibt eine Unendlichkeit. Das ist nicht die unabhängige Variable. Man kann ja auch sehen, sowas hat es nicht immer gegeben. Das ist erst entstanden. Das ist ja nicht das Unabhängige, wovon wir alle anderen dran anpassen müssen, sondern das ist eigentlich der Kernpunkt, den wir ändern müssen. Und das Gleiche ist mit der Ausbildungssituation. Bedenken Sie bitte, wir haben 4,5 bis 4,8 Millionen Arbeitslose. Die Bundesagentur für Arbeit gibt immer so um die 3 Millionen an, im Sommer weniger, im Winter wieder mehr. Aber die zählt ja gar nicht richtig. Wenn Sie 53 Jahre alt sind, werden Sie schon einfach nicht mehr gezählt. Weil Sie Geld dann schwer vermittelbar und dann werden Sie nicht gezählt. Diejenigen, die in ihren komischen Maßnahmen oder überbrücken sind, werden nicht gezählt. Ja, wenn Sie Arbeitnehmer sind und Sie sind krank, dann sind Sie immer noch Arbeitnehmer. Wenn Sie Arbeitsloser sind und Sie werden krank, werden Sie nicht mehr gezählt. Also schlichtweg getürkte Zahlen. Wir haben 4,8 Millionen Arbeitslose. Und konstant. Wir haben die Sensation, dass wir in Deutschland einen Beschäftigungsstand haben, den wir noch nie hatten. Wir haben zurzeit 42,8 Millionen Menschen im Erwerbsleben. So viel hatten wir noch nie. An den Arbeitslosen ist das Stichwort vorbeigegangen. Da hat sich nichts dran geändert an deren Zahlen. Die sind konstant geblieben. Ja, wir können sogar feststellen, dass die Dauer der Arbeitslosigkeit gemeldeten Arbeitslosen eher steigend ist. Es ist nicht nur, dass wir da eine hohe Zirkulation haben, sondern das Ganze ist sogar noch verschlimmert worden in dieser Hinsicht, dass wir also nicht mehr rauskommen. Das ist eine sehr, sehr merkwürdige Entwicklung, die wir hier haben. Für die wird nichts getan. Ja, genau. Das